Ich habe bereits in den vergangenen Tagen zurückhaltend darauf reagiert, weil ich mir nicht ganz klar ist, ob das die Erwartungshaltung der Gastronominnen und Gastronomen ist, weil zurzeit können sie gar keine Einkünfte, Gewinne einfahren, weil die Geschäfte nicht geöffnet sind. Ich glaube, sie brauchen eher einen Pfad, wann überhaupt mit Öffnungsmöglichkeiten zu rechnen ist. Deswegen, glaube ich, war insbesondere der Vorschlag des Finanzministers, zusätzliche Hilfen für diese Zeit der Überbrückung noch zu geben, der richtige Weg, weil wir haben erlebt, und das hat ja gerade auch damals die Koalition aus CDU, CSU und FDP mit auf den Weg gebracht, eine Absenkung von Mehrwertsteuerpunkten mit der sogenannten Mövenpick-Steuer wird nie wieder zurückgenommen werden. Und ich glaube, den Gastronomen ist mehr durch eine Soforthilfe zurzeit zu unterstützen, als dass sie irgendwann auf irgendwelche Absenkung von Mehrwertsteuerpunkten warten.